Hallo, willkommen bei Klavierein. Heute werde ich euch zeigen, welche Klänge man mit einem Fahrradreifen, Kassettenband, nassen Tuch und Angelleine bzw. Pylonfaden erzeugen kann und warum wir als Pianisten doch noch ein Stück Kolophonium ab und zu brauchen. Zuerst nehme ich ein Stück Angelleine. Mit Angelleine kann man eine Menge machen. Experimentiert einfach mit mehreren Saiten, mit dem Fingernagel dazu und natürlich mit dem gedrückten Pedal. Der Kassettenband funktioniert ähnlich wie die Angelleine, allerdings kann man auch weitere Effekte erzeugen. Ich mache hier einen Knoten. Ziehe ganz langsam. Ein Fahrradreifen produziert auch tolle Quietschgeräusche. Dafür brauchen wir oft Kolophonium, damit es besser funktioniert. Ich reibe jetzt einfach ein bisschen drauf. Jetzt ist es ganz viel. Thank you.
Es funktioniert nicht immer und nicht an allen Flügeln, aber mit genug Druck und mit Kolophonien geht es meistens ganz gut. Mit einem nassen Tuch geht es ähnlich wie mit dem Fahrradreifen. Pass auf, dass das Tuch nicht tropfend nass ist. Also gut ausdrücken und viel Druck geben. Ich hoffe, ihr habt heute was Spannendes gelernt und ich wünsche euch viel Spaß beim Erzeugen neuer Klänge.